So, hier sind wir wieder bei PlaySimple und wir bauen heute eine kleine Villa. Das heißt eine Hollywood Hills Villa. Das sind so Hollywood Villen, das sind so kleine Häuserchen. Das ist jetzt nichts Extravagantes, aber so eine kleine Villa, so designmäßig, ne? Wir haben ja immer wieder, wenn wir so Projekte bauen, haben wir ja immer, seht ihr ja hier auch, haben wir so eine kleine Grünfläche und dann schauen wir mal, was wir dann immer so reinpopeln. Darum, ab und zu gibt es dann auch kleinere Folgen, aber das sind dann hier für die Lücken. Schließen. Die Lückenfüller sind das dann. So, jetzt fangen wir einmal mit dem Grundriss wieder an. Ich habe mir jetzt hier die Lücke ausgesucht, wo ich das hinbastle. Das heißt, wir haben einmal hier so, einmal hier hinstellen, damit ihr das auch seht. Wir haben jetzt einmal ein Maß von 19 und dann eine Blockreihe von 13. Dann werden wir einmal das Rechteck 9 Block nach oben bauen. Der zählt mit. Das ist der erste, zweite, 9 Stück insgesamt nach oben ziehen. Nachdem wir das Rechteck nach oben gebaut haben, nehmen wir jetzt einmal ein abgezogenes Fichtenholz. Dann gehen wir einmal jetzt hier in die Ecke. Dort zählen wir einmal ab von hier unten 1, 2 und dann 1, 2 bleiben sichtbar. Dann schlagen wir den Block raus und davon entfernen wir jetzt 10 Stück. Der wird mitgezählt 1, 2, 3, 8, 9 und das ist die 10. Dann schlagen wir jetzt 7 Block nach oben weg. Das heißt jetzt, der wird mitgezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann bauen wir das einmal so entlang. Dann von der Ecke einmal nach oben. Verbinden das. Werden wir die restlichen Steine, die in der Mitte sind, jetzt hier einmal komplett entfernen. Jetzt haben wir einmal das Fenster rausgeschlagen. Dann nehmen wir einmal das abgezogene Fichtenholz. Gehen einmal hier hinter. Dann machen wir einmal die Blockreihe so entlang. So, dann einmal jetzt hier in die Ecke einmal dorthin. Einmal hier hin. Ziehen das einmal nach oben. So. Dann verbinden wir es einmal so, dann von der Ecke aus einmal nach oben, dann gehen wir einmal wieder nach vorne, dann haben wir jetzt eine Umrandung, dann machen wir jetzt einmal eine Blockreihe noch hier vor, immer darauf achten, ihr seht ja dann die Maserung, dass die auch so einigermaßen auch passt, ne, so, okay, dann 1, 2, ab den dritten ein Block, 2, ab den dritten ein Block und dann haben wir wieder 2, dann ziehen wir die Blockreihen einmal nach oben, dann zählen wir einmal ab. Von der Ecke aus 1, 2, ab den dritten machen wir jetzt eine Blockreihe. Komplett einmal so durch. Jetzt sucht ihr euch einmal eine Glasscheibe. Ich nehme Türkis, aber wie ich schon sagte, jeder hat einen anderen Geschmack. Und damit bauen wir jetzt einmal komplett das Fenster einmal aus. So, haben wir das Glas reingebastelt. Nehmen wir einmal einen glatten Quarzblock. Dann machen wir den einmal hier in die Ecke einmal so da drauf. Den davor. Dann ziehen wir einmal die Reihe so entlang. Dann gehen wir einmal zum Fenster. Hier ist das Fensterende, dann lassen wir noch einen Stein überstehen, den Rest bauen wir einmal wieder weg. Dann ziehen wir 9 Block nach oben, das heißt, das ist der erste, zweite, dritte, 8, 9. So, dann ziehen wir einmal die Reihe so entlang, dann von der Ecke aus einmal nach oben ziehen, einmal verbunden, Rest weg. Dann ziehen wir jetzt eine Reihe unten einmal noch so davor, dann die Seite noch eine Reihe davor, dann nehmen wir einmal hier unseren Fichtenholz. Das bauen wir jetzt einmal hier so davor. Dann die Ecke so nach oben ziehen. Die Ecke einmal nach oben ziehen. So, dann die Kante einmal so verbinden. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, haben wir jetzt wieder hier das gleiche Fenster, was wir unten haben, einmal hier oben hingebaut. Das heißt, ja auch hier kommt wieder eine Blockreihe davor. So, Moment, die Maserung muss ja passen. Einmal so rum und einmal so rum. Das Fenster ist jetzt ein anderes Fenster, das heißt jetzt, das ist ein großes Fenster. Das bedeutet, wir machen jetzt hier komplett das Glas so da rein. Das ist so ein Panorama-mäßig. Das wird jetzt komplett mit Glas ausgebaut. Fenster ausgebaut, gehen wir jetzt einmal hier in die Ecke. Da haben wir ja hier den weißen Block, den ziehen wir jetzt einmal hier so weiter. Dann einmal von der Ecke aus so weiter. Und dann von der Ecke aus ziehen wir jetzt einmal den Block einmal so entlang. Dann verbinden die sich. Und dann werden wir jetzt alles, was weiß ist, genauso hochbauen wie das. Also 9er Höhe, komplett einmal den ganzen Kasten ausbauen. So. Okay, haben wir jetzt einmal unseren weißen Block hier oben drauf gebaut. Nehmen wir jetzt einmal, was brauchen wir jetzt? Einen polierten Andesit, dann Andesit-Treppe und einmal eine Andesit-Stufe. So, wir beginnen mit der Stufe. Hier in die Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann nehmen wir einmal die Treppe. Die bauen wir jetzt einmal hier neben. So. Zweier. Dann machen wir jetzt einmal 5 Stück nach unten. Das heißt jetzt 1, 2, 5. Okay, haben wir die 5 runtergebaut. Dann natürlich auch alles
doppelt. Das ist ja eine Zweiertreppe. Dann nehmen wir einmal unseren Andesit-Block. Den bauen wir jetzt einmal jetzt zwei Stück hier hin. Nochmal zwei Stück dahin. Dann nehmen wir jetzt einmal unsere Treppe. Die bauen wir jetzt einmal so davor. Dann nehmen wir jetzt einmal die Blöcke. Bauen jetzt einmal so darunter, damit wir die anderen Treppen da drauf kriegen. So, das heißt jetzt hier die Treppe wieder dahin. So, okay, haben wir das gebastelt. Können wir das hier einmal wieder wegbauen. Dann können wir hier einmal die Treppe gegengesetzt da reinbauen. So, und hier würde ich sagen, bauen wir das einmal jetzt von dort aus. Einmal so, einmal dort. Dann sieht es so aus. Das gleiche machen wir hier an der Seite auch. Einmal hier drunter nochmal gegengesetzt die Treppe basteln. So, dann haben wir das jetzt einmal so ausgebaut. Dann nehmen wir jetzt einmal unsere gelbe Keramik. Dann werden wir die gelbe Keramik so einmal so entlang ziehen. Das heißt, den habe ich jetzt einmal weggemacht, die Stufe. Ziehe die gelbe Keramik jetzt einmal so entlang. So, dann werden wir jetzt hier einmal die Treppe, die ich jetzt hier gebastelt habe, die können wir eigentlich wieder wegnehmen. Und werden von dort aus den gelben Block einmal so entlang ziehen. Jetzt legen wir einmal die Länge noch fest. Das wäre einmal 9, also von hier aus, wenn man hier hinguckt. 9 Steine müssen sichtbar bleiben. Das ist der 1., 2., 3. Und das ist der 9. So, der Rest kann einmal wieder weg. Das gleiche hier auch. So, passt das denn jetzt? Okay, passt. Gegenüberliegend. Dann machen wir jetzt jeweils einen Zweier dahin. Das heißt jetzt den davor, den dahin, den weg. Ein Zweier. Nochmal, den davor, den dahin, den weg. Noch einen dahin, ein Zweier. Jetzt machen wir jetzt noch den nächsten Zweier. Das heißt den davor, den dahin, den weg, den dahin. Und fertig. Dann haben wir jetzt hier so eine Zweier-Zweier-Kombination. Und dann werden wir jetzt hier einmal die Blöcke, die wir jetzt hingebaut haben, komplett einmal bis auf den Boden einmal runterbauen. Gelbe Blöcke nach unten gebaut. Jetzt nehmen wir einmal eine Schwarzeichentreppe. Die ziehen wir jetzt einmal komplett so entlang. So. Dann lassen wir jetzt hier drei Stück stehen. So, haben wir das gemacht. Nehmen wir jetzt wieder unsere Andesit-Stufe. Die bauen wir jetzt einmal dorthin. Dann werden wir jetzt hier komplett alles einmal ausbauen. Das heißt jetzt einmal so, hier den Zweier, dann hier, das. Und dann werden wir jetzt komplett alles innen drinne einmal mit der Stufe ausbauen. So, haben wir die Andesit-Stufe oben drauf gebaut. Nehmen wir jetzt wieder unsere gelbe Keramik. Und jetzt werden wir einmal die gelbe Keramik so nach oben ziehen. Und dann lassen wir hier noch einmal 1, 2 Block lassen wir frei. So, dann kommt das bis hier hin. 2 bleiben sichtbar. Und jetzt werden wir einmal das einmal so entlang ziehen. Ich mache jetzt einmal eine Umrandung, damit ihr seht, was ihr jetzt gleich komplett alles ausbauen müsst. So, einmal hier verbunden. Und dann werden wir jetzt einmal die Ecke hochziehen. Dann verbinden wir es einmal so. Dann kommt die Ecke wieder bis zur Wand. So. Und dann habt ihr jetzt hier die Fläche, die ihr jetzt komplett in Gelb ausbauen könnt. So, hier natürlich auch. So. Das ist wieder auch ein separates Gebäude oder ein Gebäudeteil. Und dann werden wir hier den Boden, der Andesit-Boden, der wird dann immer so weitergeführt hier. Das heißt hier einmal so, ziehen wir den jetzt komplett einmal zu, die Ecke. Da alles mit Gelb ausbauen. Nachdem wir auch das ausgebaut haben, werden wir jetzt hier oben einmal eine Schwarzeichenstufe nehmen. Werden die jetzt einmal komplett so entlang ziehen. Und dann werden wir jetzt oben komplett das als Dach nehmen. Das heißt, wir werden das jetzt hier komplett einmal so und einmal hier den Innenbereich auch komplett einmal ausbauen. Jetzt nehmen wir einmal das Fichtenholz. Jetzt kommt hier einmal eine Tür rein. Das heißt, wir werden jetzt einmal, würde ich sagen, hier einmal gelb. Dann hier kommt Fichtenholz, da kommt die Tür, dann wieder Fichtenholz. So, dann bauen wir das einmal hier aus. Das heißt jetzt, wir nehmen eine Höhe von 1, 2, 3, 4. So, dann werden wir einmal hier hinter das einmal so dahinter bauen, das heißt einmal hier, einmal dort, dann ziehen wir jetzt einmal die Ecken nach oben, so, und einmal hier, dann gehen wir wieder nach vorne, so, nach vorne, dann machen wir das einmal hier zu, immer so drauf achten, dass die Maserung so passt, dass das optisch so nicht durcheinander ist, hier müssen wir das einmal wieder gerade machen, so, und dann kommt hier eine Tür rein, wir müssen ja eine gewisse Höhe einhalten, das heißt, hier müssen wir dann so machen, dass wir jetzt hier eine Tür reinkriegen. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier noch einen Holzblock. So, einmal hier. Dann ist hier eine Stufe, könnt ihr noch reinbasteln. So. Und dann machen wir jetzt hier eine Tür rein. Das heißt, dürft ihr euch aussuchen. Ich nehme jetzt einfach, egal welche Tür nehme ich jetzt, hat nichts zu bedeuten, ne? So da rein. Oder wir gehen von der anderen Seite, dann haben wir noch so einen Versatz. Das heißt jetzt so da rein. Einmal wieder auf.
einmal wieder zu. Dann haben wir jetzt hier die Tür. Und dann werden wir jetzt einmal diese Höhe einmal so entlang gehen. So, das ist die Höhe von der Tür. Dann gehen wir noch einen höher. So. Einen höher, genau. Und dann machen wir jetzt die 1, 2, ab den dritten schlagen wir drei Stück raus. Dann haben wir jetzt hier einen Zweier und einen Zweier. Dann darunter auch nochmal zwei Stück. Und dann haben wir hier so ein Mini-Fenster. Dann nehmen wir einmal die Fichtenstufe. Die kommt einmal hier unten hin. Einmal hier oben hin. Dann gehen wir einmal hier rein. So. Dann nehmen wir jetzt einmal einen ganzen Block. Und dann bauen wir den einmal hier hin, einmal dorthin. Und dann haben wir von der anderen Seite das Fenster. So. Okay. Dann haben wir das aufgeteilt. Dann gehen wir jetzt einmal hier hinter. Und machen jetzt hier oben auch noch so ein Fenster. Aber auch die gleiche Höhe. Das heißt jetzt, das waren Zweier. Dann gehen wir auch mal hier entlang. Zwei Stück. Zwei raus. Hier auch zwei Stück. Super. Dann machen wir jetzt hier so ein Quadrat. Dann einmal hier wieder unsere Stufe. Einmal unten. Einmal oben. Und fertig. Und dann machen wir das auch wieder mit dem ganzen Block einmal dahinter. Und dann haben wir diesen Teil schon fertig. Jetzt werden wir einmal hier oben das Dach drauf bauen. Das heißt, wir nehmen einmal jetzt hier wieder unsere Schwarzeichenstufe. Dann haben wir hier das Dach. Hier fängt es an. Das machen wir jetzt hier auch von der Ecke aus. Von hier, seht ihr ja, ziehen wir das einmal so entlang. Dann wird das einmal komplett so zugebaut. Das heißt, einmal so entlang. Dann einmal so entlang. Dann von der Ecke aus verbinden wir das bis zur anderen Seite. Und dann wird die Innenfläche komplett einmal damit ausgebaut. Okay, haben wir jetzt das Teil des Daches fertig. Haben wir jetzt noch das letzte Stück. Dafür nehmen wir jetzt einmal einen glatten Block. Den ziehen wir jetzt einmal komplett hier oben drauf. Dann nehmen wir einmal die Schwarzeichentreppe. Die kommt jetzt einmal davor. So. Dann kommt die Treppe einmal da drauf. Und dann geht das immer so weiter. Jetzt werden wir einmal hier den Block davor machen. So. Und dann wieder die Treppe da oben drauf. So. So, drei Reihen haben wir nach diesem Prinzip ausgebaut. Und dann bauen wir das immer so weiter. Das heißt, jetzt hier wieder die nächste Blockreihe davor. Dann wieder die Treppe da drauf. So, und dann werden wir irgendwann zu diesem Punkt kommen. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal den Block so nach oben. Jetzt machen wir einmal den dahin. Wir machen jetzt einmal nur so ein Stückchen, damit wir wissen, wie viel wir insgesamt nach oben ziehen. So, dann einmal hier nochmal den Block dahin. Dann wieder die Treppe da drauf, dann die Treppe da drauf und dann haben wir das fertig. Also bis dahin. Dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, so baut ihr das jetzt komplett einmal in 1 durch bis zur anderen Seite. So, haben wir die jetzt komplett einmal so durchgezogen. Dann werden wir natürlich auch die ganzen Quarzblöcke jetzt komplett ausbauen. Das heißt jetzt hier einmal so entlang, so auch nach oben. So, und dann natürlich hier die Wand auch komplett einmal mit Quarzblöcken ausbauen. So, alle Wände zu. Wände ausgebaut. Und jetzt werden wir die Treppen noch einmal noch davor bauen. Das heißt ja, dass so ein kleiner Überstand entsteht. Ziehen wir jetzt auf beiden Seiten einmal noch eine Treppe so davor. So, haben wir das Dach soweit fertig. Gehen wir jetzt einmal hier hin. Dort kommt jetzt das nächste Fenster rein. Da werden wir jetzt einmal jetzt hier einmal hier weiß. Dann schlagen wir jetzt einmal, wie viel schlagen wir jetzt raus? 1, 2, 3, 4. So, 4 Stück. Dann machen wir eine Höhe von, ja, würde ich sagen, eine Stufe höher als das. Das heißt jetzt einmal so. Dann schlagen wir es einmal hier raus. Dann haben wir hier ein Quadrat. Dann gehen wir einmal hier hinter. Machen jeweils immer wieder den Block einmal hier hin. Ziehen den nach oben. Dort nach oben. Dann gehen wir einmal wieder runter, beziehungsweise nach vorne. Ziehen das einmal so entlang. Einmal hier so entlang. Und dann haben wir hier das nächste Fenster. Da bauen wir jetzt wieder das Glas rein. So, Fenster reingebaut. Dann gehen wir jetzt hier oben hin. Da kommen jetzt zwei kleinere Fenster rein. Da würde ich sagen, könnt ihr euch aussuchen. Ich mache das jetzt einmal nur... warte mal, wir machen das hier so. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann gehen wir einmal jetzt hier hin. Machen jetzt hier ein Quadrat. So, und dann machen wir jetzt hier vom Quadrat aus, gehen wir jetzt einen runter. Und dann machen wir hier auch das nächste Quadrat. So, dann haben wir hier so ein Zweierfenster. Dann nehmen wir jetzt einmal unsere Stufe. Einmal unten, einmal oben. Das gleiche machen wir hier auch. So. Und einmal hier. Dann kommt hier einmal jeweils ein Glasblock rein. Jetzt werden wir hier oben ein Fenster hinbasteln. Dafür nehmen wir jetzt wieder unseren Fichtenholz. Dann gehen wir in die Ecke hin. Seht ihr ja, wo wir sind? Ne? Da haben wir einen halben sichtbar. Dann haben wir hier einen ganzen. Dann gehen wir noch einen höher. Und dann schlagen wir jetzt hier. Lassen wir nochmal drei sichtbar. Und dann schlagen wir die Reihe hier weg.
Dann auch wieder drei sichtbar lassen. Dann machen wir jetzt zwei Reihen nach oben. Die ziehen wir komplett einmal so durch. Die Reihe weg. Und dann haben wir hier so ein Fenster. So, dann nehmen wir wieder unser Fichtenholz. Gleiche Prinzip. Einmal dahinter, einmal links, einmal rechts. Dann einmal hier so nach oben ziehen. So, einmal dort. Dann ziehen wir das einmal so entlang. Und dann kommt auch hier wieder das Glas rein. Und dann haben wir es hier soweit fertig. Genau. Das ist nun nämlich so ein schmales Fenster. So, dann kommt hier nochmal ein Block hin, würde ich sagen. Das hat einfach nur als, Dings ist das, wie heißt das? Design. So, einmal hier entlang. Und dann haben wir hier oben so ein schmales Fenster. So, jetzt gehen wir einmal hier hinter. Und da werden wir jetzt einmal eine Schwarzeichenzaun hinbasteln. Das heißt, wir bauen den jetzt einmal hier oben drauf. So entlang. Einmal so. Und dann machen wir da noch, wie viel? Noch eine Reihe, würde ich sagen, erstmal. Man könnte ja noch eine dritte Reihe machen. Aber wir machen hier oben drauf noch eine Stufe hin. So. Die ziehen wir jetzt komplett einmal noch so entlang. So, dann haben wir jetzt hier so einen Gartenzaun davor. Jetzt nehmen wir einmal unsere Andesit-Treppe. Die bauen wir jetzt einmal jetzt hier rein. Das heißt, einmal so gegengesetzt. Einmal so. Dreierreihe. Zweierreihe. Dann wieder hier die Zweier. Dann hier die Zweier. Und dann hier 1, 2, 3. Dann können wir einmal die Kanten hier verbinden. Das heißt, einmal den weg. Den dorthin. Den weg. Einmal dorthin. Dann haben wir jetzt hier einmal so das aufgeteilt. Dann nehmen wir jetzt einmal unsere polierte Sandsteinmauer. Die bauen wir jetzt einmal jetzt hier bei der Dreierreihe einmal so entlang. Dann können wir jetzt einmal so weitergehen. So entlang bis in die Ecke. Da machen wir jetzt hier einen Zweier. Dann hier wieder so entlang bis dort. Einmal hier verbinden. Einmal so entlang. Und dann haben wir hier einmal ein Geländer oben drauf gebaut. Jetzt nehmen wir einmal unsere Eichenstufe. Die bauen wir jetzt einmal jetzt hier unten drunter. Einmal hier oben drüber als Umrandung für unser Fenster. So, das gleiche machen wir hier unten auch. Einmal unten, einmal oben. Dann werden wir jetzt einmal einen Baum hier einpflanzen. Genau hier in die Ecke. Wir nehmen jetzt einmal einen Akazienfichtling. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Den mache ich jetzt einmal jetzt dorthin. So, fast mittig kann man sagen. Ist ja mittig, ne, ungefähr. So, dann nehmen wir natürlich wieder unser Knochenmehl. So, dann haben wir den einmal hier hochgebaut. Aber wir wollen den natürlich ein bisschen höher haben. Das heißt, wir suchen uns den Stamm. Der ist einmal hier. Dann nehmen wir jetzt einmal wieder unser Grasblock. Der kommt jetzt einmal hier oben drauf. Patsch. Dann nehmen wir wieder unser Akazienfichtling. Dann wieder das Mehl. Patsch. Und dann ist es noch eine Stufe höher. So, das muss natürlich auch ein bisschen cool aussehen. Ich mache das jetzt noch extra höher. So, das soll ja amerikanischer Style sein. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal ein oben drauf, das heißt jetzt auch wieder Block, Fichtling und einmal das Mehl. So, jetzt haben wir aber einen großen, schönen Baum. So, und dann haben wir das, ja, das passt so. Der Baum muss so ungefähr so hoch sein, wie auch das Haus selber ist, damit es ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Oder ich nehme eine polierte Doritstufe, dann bauen wir jetzt einmal hier eine Umrandung hin, das heißt, wir bauen das einmal jetzt so entlang. So, dann machen wir jetzt hier so, kann man sagen, so eine Kurve rein. Das heißt, wir machen jetzt einmal, ja, das dürft ihr euch ausruhen, wie ihr wollt. Das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet, dass ihr das einmal jetzt hier so hinbaut, so als Umrandung. Das ist jetzt einfach nur hier so ein paar Steinchen, dass das hier so ein Gehweg wird. So, mache ich einmal hier noch ein paar, dann hier noch ein paar. Und dann ziehen wir das einmal komplett einmal noch so entlang. So, und dann könnt ihr das dann ausbauen, wie ihr wollt, dass dann euch überlassen, das ist dann wieder euer Garten, euer Style. So, dann geht das bis hier. Dann, nur damit es optisch einmal so aussieht. Und wie ihr das vorne baut, das ist euch dann wieder überlassen. Dann machen wir jetzt hier eine Lampe rein. Die bauen wir jetzt einmal, ja, hier so mittig. Oder, ja, ist mittig, ne? Wenn ich jetzt hier mache, ist hier ein Dreier. Da ist ein Dreier. Ja, gut. Dann haben wir hier die Lampe. So, dann mache ich jetzt hier mit Gebüsch einmal eine Umrandung oder eine Hecke. Die baue ich jetzt einmal hier so entlang. So. Dann einmal hier die Ecke auch. Einmal von hier aus. Einmal hier eine Hecke. Ihr könnt die entweder ein oder zwei Block nach oben bauen. Das ist auch wieder euer Geschmack. Und dann macht er jetzt hier ein paar Blumen hin. Das wird nämlich hier so ein separater, kann man sagen, so ein kleiner Garten. So, dann ein paar Blümchen noch hier schöne hin.
So, dann haben wir jetzt unser Garten soweit fertig. Wie ich schon sagte, das ist auch wieder Geschmackssache. Da könnt ihr auch basteln, was ihr wollt, wie der Garten aussehen soll. Ob das jetzt hier noch an der Seite, ob ihr dann hier noch eine Hecke haben möchtet. Das ist euch alles so überlassen. So, einmal hier, einmal dort. Dann machen wir die Hecke noch einmal bis hier. Dann kann man hier noch einen Gehweg machen, dass man jetzt hier von hier aus, von der Straße aus, so entlang geht. So, machen wir jetzt hier noch einmal Dreier dahin. So, und dann machen wir hier wieder die Hecke hin. Das heißt, jetzt teilen wir das einmal wieder so auf. So, und dann können wir auch hier die Hecke einmal, glaube ich, hier so entlang bauen. Aber wie ich schon sagte, das ist dann wieder euch überlassen, wie ihr das bastelt. Dann haben wir das. Und dann, ja, dann haben wir so alles soweit fertig, ne? Die Fenster hier an den Seiten sind extra keine Fenster gebaut worden, weil in drinnen baue ich das ja nicht aus und das ist ja dann euch wieder überlassen. Und dann müsst ihr euch selber die Fenster reinbasteln. Wie die aussehen, wisst ihr ja, wir haben ja mehrere Modelle hier oben. Einmal hier unten, einmal da, einmal hier, einmal dort. Und dann könnt ihr die selber bauen, weil die müsst ihr ja natürlich aufteilen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das ausbauen tut, wie es dann aussieht. Dann ist das besser, wenn ihr dann selber eure eigenen Fensterchen hier reinbaut. Ne? Passend zu eurer Inneneinrichtung. Genau. So, dann können wir jetzt hier einmal so entlang gehen. So, von hier aus nach oben. Dann ist hier einmal noch die Terrasse. Und dann kann man hier reingehen. Und dann ist hier natürlich auch eine Tür. Aber wie ich schon sagte, das ist dann euch überlassen. So, dann wünsche ich euch erstmal wieder viel Spaß. Das war jetzt, wie ich schon sagte, eine kleine Folge, damit wir auch hier in den Lücken ein kleines Gebäude rein basteln können. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns dann wieder bei PlaySample.